Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rush Wars hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja Leute, schaut mal in die linke obere Ecke, da seht ihr, dass wir nur noch 3 Erfahrungspunkte hier entfernt sind, um Level 7 zu erreichen. Und das werden wir heute ganz ohne Upgrades machen, obwohl ich hier ja sehr, sehr viele Upgrades machen kann. 15 Upgrades habe ich hier, ja, die ich machen könnte, aber irgendwie brauche ich die alle nicht. Und deswegen ja spare ich hier mir lieber mein Geld und werde die dann irgendwann mal upgraden, diese ganzen Karten hier, 15 Upgrades, richtig krass und die sind eigentlich auch schon sehr, sehr teuer. Wenn ich hier zum Beispiel den Gorilla upgrade, kostet das 600 Gold und ja, für das, dass ich den nicht brauche, ja, ist das irgendwie etwas komisch, dass ich da dann so viel Geld ausgebe. Da spare ich lieber hier mal, dass ich hier mein Headquarter upgraden kann. Ja Leute, eine Frage an euch, welches Level seid denn ihr gerade bei Rush Wars? Schreibt mir das bitte rein in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen. Falls ihr hier neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Wenn du die Glocke dann auch noch aktivierst, wäre das das Beste auf der ganzen Welt. Denn dann verpasst du hier keinen Video mehr und auch keinen Stream auf meinem Kanal. Und wenn dir das Video gefällt, Daumen nach oben wäre auf alle Fälle eine sehr, sehr coole Sache. Aber ja Leute, zurück zum Thema. Wir wollen heute Level 7 hier ohne Upgrade erreichen. Und ich muss sagen, Level 7 ist nicht so das spezielle Level hier, denn um hier zum Beispiel das nächste Headquarter bauen zu können, brauchen wir Level 8. Das heißt, wir müssen noch ein Level hier erreichen und ja, wir schalten auch keine neuen Karten frei, indem wir hier ein Level up erreichen. Ich glaube, etwas mehr Gold bekommen wir oder vielleicht auch mehr Karten raus aus einer Box, aber das erfahren wir ja gleich, wenn wir hier Level 7 erreichen. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier gleich mal in einen Kampf. Mein Commander ist leider noch nicht einsatzbereit. Wir könnten den heilen. Ich würde sagen, wir machen das, denn mit dem Commander wird die beste Strategie momentan noch besser, also für mich die beste Strategie. Jeder hat ja seinen anderen Spielstil etwas. Ich spiele momentan so das richtige Rush-Deck, würde ich das mal nennen, weil wir haben jetzt zweimal den Boost-Bonus, wir haben sehr, sehr viele Truppen und da geht das Ganze dann schon ziemlich schnell. Natürlich könnte ich hier gleich beim ersten kämpfen, aber ich möchte wirklich hier meinen Commander schützen. Denn das ist ziemlich mies, wenn der nur etwas Schaden bekommt, muss ich sagen. Weil, ja, das braucht wirklich lange, damit er wieder geheilt wird. Oder man kauft ihn eben mit Juwelen. Aber ich muss sagen, mit den Juwelen mache ich lieber was anderes, als da hier... Wow, der Laser war so schnell weg! Als hier meinen Commander zu heilen. Wow, und ihr seht schon, es geht einfach so dermaßen ab mit dieser Strategie. Ich habe schon ein Video darüber gemacht. Könnt ihr gerne auf meinem Kanal anschauen und ja, das war ja mega schnell. Und mit dem Commander, dadurch er auch noch einen extra Boost hier hat, geht das sehr, sehr schnell. So Leute, wir bekommen hier 9 Erfahrungspunkte, wir haben hier nur noch 3 gebraucht, um hier auf Level 7 aufzusteigen. Und das würde ich sagen, wir drücken hier auf Home und schauen mal gleich, was hier passiert, was hier Rush Wars auf Level 7 gibt. Wir bekommen hier auf alle Fälle mal plus 10 Juwelen. Juwelen bekommt man eigentlich im Free-to-Play sehr, sehr schwierig bei Level Up oder eben auch, wenn man eine Kiste öffnet. Aber nur bei den Free-Chests, die es hier unten gibt, da habe ich vorhin schon eine geöffnet. Als ich dachte, ich mache eine Aufnahme, ich habe leider aber keine Aufnahme gemacht. Aber na gut, so, bis Level 8 braucht es hier noch 4000 Erfahrungspunkte. Richtig krass. Ja, ich finde es schon... Ja, Level 7, es ist jetzt wirklich nichts Spannendes, weil ich kann eigentlich nicht mehr machen. Ich habe nichts dazu bekommen. Gar nichts. Außer, dass hier auf meinem Account steht, ich bin jetzt Level 7. Cool, danke Rush Wars, aber ich hätte mir hier schon irgendwas noch erwartet, weil, ja, dass die Motivation hier da ist, etwas Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das mal gerne rein in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. So, Laser mag ich noch immer nicht. Ich habe zwar schon das Headquarter auf Level 4, ich kann die schon ziehen, habe die aber leider noch nicht gezogen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da rein. Kommen dann zurück, hier vorne die Shields und dann brauchen wir nur noch die Trooper setzen. Wir setzen hier gleich mal den Boost des Kommandanten ein, von unserem Coach. Macht Sinn, weil der ja, heilt sich eigentlich ziemlich schnell raus. Da können wir jetzt gleich wieder den Boost einsetzen, um hier schnell den Minenwerfer zu zerstören. Leider hat er schon wieder Schaden genommen, aber schon wieder mega schnell Rekordzeit, würde ich sagen. Ja, es macht wirklich mega schnell hier
mega viel Spaß hier, das zu spielen mit den zweifachen Boosts und mit den vielen Troopern. Ja, 9 Erfahrungspunkte hätte ich mir auch vielleicht erwartet, dass man jetzt 4 Erfahrungspunkte pro Stern bekommt. Momentan bekomme ich ja nur 3 Erfahrungspunkte pro Stern, aber das hat sich auch nicht erhöht. So, wir bekommen die Box hier, 60 Gold, 2x Cannon, 2x Trooper. Oh, die möchte ich so gerne upgraden, brauche ich aber noch 13 davon. Aber ich glaube, das sollte ich bald mal schaffen. Denn ihr seht schon, ich habe 3 Schlüssel. Ja, das dürfte sich easy ausgehen, dass wir die Trooper bald mal upgraden. Ja, Leute, und das war es eigentlich schon mit diesem Video. Ich wollte euch heute nur mal zeigen, was es so bei Level 7 zu holen gibt. Wie ihr gesehen habt, nicht viel. Aber na gut, falls dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Glocke aktivieren, dann verpasst du überhaupt gar nichts mehr auf diesem Kanal. Und wenn du dann auch mich noch auf Instagram abonnierst, dann verpasst du sowieso nichts mehr in meinem Leben. Was ich noch sagen wollte, ich habe auch einen Discord-Server, weil immer so viele Leute fragen. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr einfach alles. Da findet ihr mein Equipment, da findet ihr meine Social-Media-Accounts. Ja, wie gesagt, da findet ihr ziemlich alles. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Und haut rein. Ciao.